der Schwerelosigkeit. Okay, jetzt brauchen wir nur noch Luft. Mach zu, mach zu. Genau, danke. Hier ist noch alles zu, Leute, oder? Was geht mit denen ab? Geh auf, mein Gott. Ich will wissen, was dahinter ist. Ja, öffnen. Meine Fresse, ist es hier drin laut! Mittleres Medipack, toll! Damit können wir uns die Teile dann auch kaufen. Hier drin ist es zu laut, ich weiß gar nicht, ob man mich normal versteht. Wow. Heftig laut. Laut, laut, laut. Es bewegt sich. Die haben hier eine ganze Farm gemacht. Meine Güte. Die haben ja aber heftig geschuftet dafür. Okay, das kann man nicht zerschießen. Platsch, platsch, platsch. Wir stapfen durch die Weltgeschichte. Da müssen wir nicht lang. Aber interessiert es uns? Ja. Ja, natürlich interessiert es uns. Knoten. Tadadada, ein weiterer Energieknoten für uns. Etwas Munition dazu. Und ein weiterer Textlock. Denvers. Hm, der hat schöne Bilder hinzugefügt. Betreff organische Wucherung im Maschinendeck. Aha, das war also schon während die noch gelebt haben. Maschinenkranz. Okay. Okay, 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 okay. Ah, wie viel man hier findet. Kommt man da... Nee, ich gehe die andere Seite lang. Wie der da einfach nur am Stapfen ist. Da sollen wir lang. Hier ist aber noch was drin. So. Ich trau dem Braten nicht. Ah! Jetzt stellt sich bei mir wieder diese Vermutung ein. Tempo hier. Der Antrieb ist im Arsch. Ich krieg ihn nicht gestartet und bei all dem Scheiß, der hier abläuft, deutet alles auf Sabotage hin. Ich gehe jetzt zur Brücke und dann suche ich Elizabeth. Ich muss sie vom Schiff schaffen. Hier ist es nicht sicher. Jo, das stimmt. Kein Begrüßungskomitee. Schade. Tada! Sie haben ihr Ziel erreicht. Oh, und hier dürfen... können wir nicht rennen. Verkriech dich!
Aber... mal gucken, ob das passt. Oh. Ich stehe unter Spannung. Unter solcher Spannung. Oh, hier ist irgendwo so ein Typ. Und ihm geht's nicht gut. Ihm scheint's gar nicht gut zu gehen. Und... wir gehen weiter. Können aber nicht weiter. Hä? Hä? Wieso darf ich da nicht lang? Okay. Ach nein, nicht ihr Viecher. Ah, die... es sind zwar weniger, aber die machen so viel Schaden. Dieses ganze Rumgekläffen von denen die ganze Zeit. Aber ich habe noch genug Munition. Aber ich denke, die ganze Zeit sind die hier irgendwo in der Nähe. Dann ist das doch nicht der Fall. Na, na, na. Isaac würde bestimmt nicht hier so mit einem Na, na, na rumlaufen. Ja, das ist einfach nur Routine. Es ist überhaupt nichts Besonderes dabei. Ja, so ein bisschen... Wucherung hat man doch auch schon zu Hause gesehen. Irgendwo in der Küche hat man das doch. Ah, Mensch. Back. Danke. Jetzt ist es ja auch schon direkt viel leiser. Aber... ach, du schreist so rum. Auf. Ich will nicht erfahren, was diese Teile machen können. Noch einer. Der Maschinenraum. Sonst ist da nur noch ein Raum, den wir uns auch anschauen. Aber gerade kommen mir so zu wenige Gegner. Was ist das? Da habe ich etwas zertreten, was ich nicht zertreten wollte. Zumindest direkt. Aber gut. Soll nicht unser Schaden sein. Das Geld haben wir aufgenommen? Fragezeichen? Ich weiß es nicht. Und die Stase wird knapp, die wir haben. Und wir haben aber noch was zum Aufladen. Och, nee. Wofür gibt es solche Teile? Damit diese nicht exakt funktionieren. Du bist doch nicht schon tot. Doch, ist er. Hä? Hä? Wieso hat er da schon was von sich verloren? Ich krieg doch nicht hier einen Gehilfen oder so. Ein Speicherpunkt. Zugang zur Antriebssteuerung. Achtung, extreme Hitze.
Sämtliche Mitarbeiter sollten Schutzkleidung tragen. Ja, können die gern machen. Ich habe meine Schutzkleidung. Und wir werden jetzt erstmal wieder speichern. So. Und damit höre ich für heute auch erstmal wieder auf. Schau erstmal nochmal nach, wie viel Zeit wir jetzt insgesamt haben. Ja. Und dann sage ich, ciao Leute, bis zum nächsten Mal bei Let's Play Dead Space Blind.